Hallo, ich bin Matthias und ich bin einer der Gründer von Jimdo. Wir versuchen ja immer Beispiele von coolen Usern zu finden, die ganz proaktiv mit der Krise umgehen. Und da habe ich heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Moritz von Rolling Taste. Hallo Moritz. Moin Matthias. Moritz, erzähl doch mal, was macht ihr mit Rolling Taste? Also wir sind ein Catering-Unternehmen hier aus Hamburg. Uns gibt es seit 5 Jahren. Wir hatten letztes Jahr Fünfjähriges. Wir haben 25 feste Mitarbeiter plus Aushilfen, Freelancer und auch viele Dienstleister, die uns unterstützen. Ach, wir verkaufen jetzt Fleisch und zwar von dieser Herde von Alex und Peter, die Herford-Rinder. Die gehen zu einem Dorfschlachter, der ist 4 Kilometer weit weg und der hängt dann halt die Rinder für uns 3 Wochen ab und dann werden die verarbeitet. Das heißt, wir schneiden Steaks draus, wir machen Hackfleisch draus, aus bestimmten Teilen machen wir Schmorbraten, wir machen Pulled Beef, wir haben Rinderkonsommé gekocht, wir haben Würstchen jetzt hergestellt, und das kann man als Nose-to-Tail-Konzept kaufen. Das heißt, man kauft nicht nur einfach Fleisch, sondern man kauft eine nachhaltige Verarbeitung eines ganzen Tieres. Ja, wir haben jetzt schon 7 Rinder verkauft. Wow. Das ist echt schon sportlich, aber man merkt halt auch einfach, wie viel Arbeit dahinter steckt. Also für den Monat konnten wir schon, ich sag mal, einen Teil der Nebenkosten und Aufstockungen wieder bezahlen. Aber wir sind halt auch ganz weit weg von unserem alten Umsatz entfernt. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber es macht Hoffnung, man tut was. Man hat sich nicht einfach so aufgegeben, aber es ist halt wie eine Neugründung, ne? Es ist so, wie als ob man sich nochmal von null irgendwie eine Idee hat und ein Business anfängt. Ja, wir haben ein Team gegründet aus unseren alten Mitarbeitern und da hat jeder verschiedene Aufgaben, ne? Wir haben ein Kochteam von 2 Köchen, die produzieren die Boxen, also die etikettieren das, die vakuumieren das, die kochen die Bollo, die kochen den Schmorbraten. Dann haben wir jemanden, der die Boxen packt und beschriftet. Dann haben wir jemanden, der die Boxen ausliefert zu den Adressen und sich seine Route, also wir in Hamburg liefern wir noch selber aus, der seine Tagesrouten ermittelt. Und dann haben wir noch den Verkauf. Dabei ist das halt für uns jetzt das Wichtigste, wie kriegt man halt, wie baut man diese Kunden auf, wie kriegt man diese Reichweite hin? Ne? Das sind jetzt halt so Fragen, die sich ja jeder fragt, der diesen Business online macht. Was würdest du den anderen Leuten gerade empfehlen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie ihr? Man muss mit seinen Mitarbeitern sprechen, man muss denen sagen, was Sache ist. Man muss den Leuten auch sagen, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, aber sie trotzdem immer, wenn man was erfährt, aktuell halten. Und dann muss man ganz mit einem ganz klaren Verstand versuchen, die Lage zu analysieren. Das ist immer das Schwierigste. Und dann versuchen, Lösungen zu finden und zu überlegen, was macht bis wann Sinn einfach. Ich habe eher Respekt, was nach der Krise passiert, als statt was in der Krise gerade ist. Weil das in der Krise ist irgendwie handelbar und da steckt man ja jetzt auch mittendrin. Aber die Ungewissheit, was danach ist, das ist eigentlich viel schlimmer. Also ich finde, dass die Gastronom, also dass die, das, der Konsument sollte auch schon sein Umfeld supporten, was er davor auch supportet hat. Und vielleicht sollte er auch ein bisschen die Augen aufmachen nach kleinen Betrieben. Also was mich am meisten stört, ist, dass man jetzt der Meinung ist, man, hey, also, es ist ein ganz schwieriges Thema. Also wie, man bietet zum Beispiel eine Leistung an für Summe X, die 50% weniger ist, als sie normalerweise kosten. Und der Konsument weiß das oft auch und nimmt es dankend an. Also ich würde mir teilweise wünschen, dass, ich weiß nicht, ob das doof klingt, aber dass der Konsument vielleicht dann auch einfach ein bisschen mehr gibt und die Zwangslage nicht unbedingt ausnutzt.